In diesem Tutorial werden wir uns anschauen, wie man mit Hilfe des Vektors oder sogenannten Kreuzprodukts den Flächeninhalt von bestimmten Figuren bestimmen kann. Als erstes die Problematik. Zum Beispiel den Flächeninhalt eines Parallelogramms. Bei den Vierecken ist es so, es interessieren uns nur die regelmäßigen Vierecken und hauptsächlich der Parallelogramm, damit fängt alles an. Um den Flächeninhalt zu bestimmen, kann man ausgehend von einem Eckpunkt zwei Vektoren bestimmen, in diesem Fall mit grün angedeutet A, B und A, D, und dann folgende Formel anwenden. Wie die Formel genau anzuwenden ist, werden wir gleich anhand eines Beispiels sehen. Ein weiterer Anwendungsfall ist der Flächeninhalt eines Dreiecks. Die gute Nachricht an dieser Stelle, jeder Dreieck ist die Hälfte von einem Parallelogramm. Ich glaube, dann können wir uns schon ausdenken, was wir machen werden. Natürlich wieder ausgehend von einer Ecke, die zwei Richtungsvektoren bilden und dann die Formel von links halbieren. An dieser Stelle schauen wir uns ein Beispiel an. Die Punkte A, B, C und D sind die Eckpunkte eines Parallelogramms. Wir sollen Flächeninhalt bestimmen. Also, Situation sieht wie folgt aus. Wir haben unser Parallelogramm A, B, C, D und ausgehend von Eckpunkt A werden wir jetzt die zwei Vektoren AB und AD bestimmen. Also, Vektor AB, natürlich ist das B minus A, haben wir dann 6, 3 und 6. Und Vektor AD ist dann D minus A, sind dann minus 2, 2 und minus 8. Dann werden wir das Kreuzprodukt dieser zwei Vektoren ausrechnen. Am besten die Nebenrechnung irgendwo hier an der Seite durchführen. Dann 6, 3, 6, 6, 3, 6 und minus 2, 2, minus 8, minus 2, 2, minus 8. Los geht's. Also, minus 24, minus 12, dann minus 12, minus minus ist plus 48. Und die letzte Runde 12 und minus minus, also plus 6. Zusammengefasst haben wir dann minus 36, plus 36 und 18. Kurzer Hinweis an dieser Stelle, man ist von der Berechnung des Normalvektors vielleicht daran gewöhnt zu kürzen. Das sollte das an dieser Stelle gar nicht geschehen, weil es geht um den Flächeninhalt. Also, deshalb bleibt der Vektor so wie er ist. Und das Einzige, was wir noch machen müssen, ist die Länge dieses Kreuzprodukts auszurechnen. Also eingesetzt in die Formel sieht das Ganze dann so aus. Wurzel aus 36 ins Quadrat plus 36 ins Quadrat plus 18 ins Quadrat. Okay, die Zahlen hier sind ein bisschen hoch geraten, deshalb eintippen den Taschenrechner und rauskommen tut 54 und das sind natürlich die Flächeneinheiten. Ganz kleiner Hinweis bei der Berechnung, man kann sich natürlich auch für andere Vektoren entscheiden. Dann, zum Beispiel, wenn wir die Ecke C hier wählen, muss man nur aufpassen, dass man von der Ecke C mit dem Verbindungsvektoren weggeht, sonst berechnet man ein anderes Parallelogramm. In unserem letzten Beispiel schauen wir uns jetzt noch den Flächeninhalt eines Dreiecks an. Also wir haben drei Punkte A, B und C und unser Ziel ist, den Flächeninhalt dieses Dreiecks zu bestimmen. So, das Ganze kann man sich natürlich auch bildlich vorstellen. Wir entscheiden uns wieder für die zwei Vektoren, die von der Ecke A ausgehen. Damit meine ich AB und AC. Und das ist die Formel, die wir oben bereits erwähnt haben. Also, als erstes bilden wir wieder den Vektor AB. Dann haben wir 6, 3 und 6. Und den Vektor AC. Also C minus A sind dann 4, 5 und minus 2. Dann kommt das Kreuzprodukt. Wieder als Nebenrechnung an der Seite. Also 6, 3, 6. Und dann 4, 5, minus 2. 4, 5, minus 2.
minus 6, minus 30, 24, minus minus sind plus 12 und 30 minus 12. Am Ende kommt minus 36 plus 36 und 18 raus. Also das ist unser Ergebnis. Dann müssen wir die Länge dieses Kreuzprodukts bestimmen. Dafür nehmen wir wieder jede einzelne Koordinate ins Quadrat, tippen die hohe Zahl im Taschenrechner und dann kommt 54 raus. So, eingesetzt in die Formel, ist keine große Sache, 1/2 mal die Länge von diesem Kreuzprodukt. Also in diesem Fall ist es nichts anderes als 1/2 mal 54, entsprechend 27 Flächeneinheiten. Zum Schluss ein paar weitere Anwendungsfälle, vor allem für den anwendungsorientierten Bereich. Und zwar, bei den Vierecken ist es so, alles fängt an mit dem Parallelogramm. Es gibt allerdings noch drei weitere besondere Parallelogramme mit zusätzlichen Eigenschaften, wie bereits bekannte Quadrat, Rechteck oder Raute. Manche davon lohnt sich, die Formel anzuwenden, manche nicht. Zum Beispiel beim Quadrat kennt jeder, a² ist der Flächeninhalt, beim Rechteck ist Länge mal Breite und so weiter. Vielleicht bei der Raute ein bisschen unbekannter, deshalb könnte man auch das Kreuzprodukt wählen. Beim Dreieck ist es genauso, also beim allgemeinen Dreieck ist die Formel auf jeden Fall empfehlenswert. Es gibt allerdings noch rechtwinklige, gleichschenkelige und gleichseitige Dreiecke. Da könnte man alternativ auch noch andere Formeln nehmen. Obwohl am schnellsten und am sichersten geht trotzdem mit der oben benannten Formel. Noch ein kleiner Hinweis an dieser Stelle. In einem anderen Tutorial werde ich die ganze Flächenberechnung ohne das Kreuz- oder Vektorprodukt besprechen. Da geht es vor allem um Abstandsberechnungen und Ähnliches. Also schaut euch das auch nochmal an, wenn es für euch interessant ist.